Also es ist einfach so, noch kennen die Älteren die Strukturen, wie es tatsächlich ist, mit mehreren Generationen unter einem Dach zu leben. Viele junge Kinder haben heute schon gar keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu ihren Großeltern, was sehr schade ist, weil man doch gerade von den Großeltern doch sehr viel lernen kann. Ich zum Beispiel habe Stricken und Häkeln von meiner Oma gelernt, aber auch das Backen, was mir heute noch unheimlich viel Freude bereitet. Das sind Dinge, für die meine Mutter wenig Zeit hatte, was ich sehr geschätzt habe oder immer noch schätze. Ich habe das Glück, dass meine Großeltern in der gleichen Stadt wohnen oder zumindest sehr nah, dass ich sie regelmäßig sehen konnte. Aber ich habe halt immer von Freunden gehört, die das halt bedauert haben, dass ihre Großeltern so weit weg wohnen.